Und damit herzlich willkommen hier bei ÖPNV-Simulation mit Train Sim World 4. Wir fahren heute den RE3446 von Mainz nach Saarbrücken. Allerdings natürlich in dem Szenario nur bis Gau-Algesheim. Wir fahren mit einer DB-Baureihe 628.2 auf der allgemeinen Strecke linke Rheintalstrecke Mainz-Koblenz. Und da dachte ich mir, wir haben hier zwei elektrische Oberleitungen. Gut, es gibt ja keine andere Oberleitung. Aber ich mag diese Baureihe sehr und wir fahren heute einfach die. So, machen erstmal hier SIFA und PZB an. Legen den Richtungssender auf V. Bremsschlüssel rein. Führerbrems findet hier auf Fahrt. Das können wir nochmal anlegen und die Türen können wir freigeben. Und dann schauen wir doch mal raus, wenn das einfach mal so funktioniert. Moment. So. Und Abfahrt haben wir dann in ungefähr einer Minute. So, noch irgendwas zu beachten. Zuglichter machen wir mal an. Instrumentenbeleuchtung ebenfalls. Die kann ausbleiben. Das ist okay. Brauchen die Spitzensignale. Das kann so bleiben. Lokführerpultbeleuchtung brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Bremsentest lassen wir jetzt einfach mal komplett außen vor. Makrofon einmal testen. Funktioniert. Fehlerspeicherbremse können wir wieder lösen. Und das Signal zeigt Fahrt mit Fahrt erwarten. So. Dann heißt es jetzt erstmal nur abwarten. Also ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Baureihe hier sehr schön. Leider noch nie selber mitgefahren in echt. Aber hätte ich halt wirklich mal sehr viel Bock drauf. Also einfach mal wirklich mitfahren. Ne, das ist die Sonnenblende. Ich dachte, ich kann den Spiegel hier vielleicht verstellen. So, jetzt können wir zumachen. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Anruf gekriegt. So, wir wollen losfahren. Ich glaube, nee, Türen sind zu. Eigentlich müssten wir jetzt losfahren können. Ah, nee, warte. Haha, vergessen. Startschalter. Jetzt. So, erstmal befreien wir uns. Und jetzt muss ich mal eben gucken, haben wir da vorne eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Nö, gar nicht. Weder standardmäßig noch so. Das heißt, wir können wirklich durchziehen mit 80. Darf der 80 fahren? Ich glaube ja. Behaupte es jetzt einfach mal. Die linke Rheintalstrecke bin ich halt auch viel zu selten eigentlich gefahren. Mit der Baureihe 103 bin ich aber auch sehr gerne gefahren. Ja, aber ist halt. Sie ist halt ein bisschen launisch, ne? Das kennen wir ja alle. So. Haben wir den Ton eben für mich ein bisschen leiser gestellt. Wo hat die denn hier ihre Max-Begrenzung zu stehen? Steht hier nirgendwo, ne? Gehen wir einfach mal von aus, dass er 80 fahren darf. Oder so viel, wie sie fahren darf halt. Ich würde halt sagen, wir fahren schon die 100 durch, wenn sie das kann. Ich wüsste jetzt auch nicht, was die begrenzt. Also, ich glaube, es waren mal 80 oder 60, aber ich bin mir halt unsicher. So, wieder Fahrt mit Fahrt erwarten. Also hier läuft alles klar. Da vorne kommt ein Bahnhof. Da müssen wir aber tatsächlich nicht halten. So, Fahrt erwarten. Fahrt mit Fahrt erwarten. Oh, jetzt werde ich ein bisschen zu schnell.
So, ich würde mich versuchen, bei den 100 ungefähr zu halten, weil mehr will ich mit dem Zug auch nicht riskieren. Man muss ja nicht übertreiben. Die Frage ist dann natürlich, ob wir John trotzdem pünktlich schaffen. Ich würde halt behaupten, nein, weil er hier halt wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzung von diesem Zug nicht mitberechnet hat. Aber wir werden ja sehen, vielleicht irre ich mich auch. Auf jeden Fall kann ich sagen, die Strecke hier ist sehr schön. Also muss man wirklich sagen. Die fährt sich auch sehr schön. Also wenn man vor allem, wenn man mal am Rhein ist, fährt sie sich sehr, sehr schön. So, ich muss irgendwann ein bisschen wieder runtergehen vom Gas. Fahrt mit Fahrt erwarten. So. Ich könnte jetzt natürlich auch gucken. Ich könnte es natürlich abschalten und jetzt mir denken, okay, bei 7 Kilometern. Wir sind jetzt bei 24,8. Das heißt, so bei 15, 16 Kilometern wird der Bahnhof sein. Ich könnte es probieren. Aber das würde ich mal wann anders ausprobieren, ob ich das wirklich gut hinkriege. Dass man wirklich komplett ohne Overlay fährt. Da wünschte ich mir halt wirklich, dass man eine Möglichkeit hätte, irgendwie an die Buchfahrpläne zu kommen, damit man hier wirklich eine reale Begebenheit hat. Also es muss ja nicht unbedingt hier so ein geführtes Ding sein, sondern wirklich einfach nur, man weiß, okay, das ist 24,8 oder 23,6 jetzt in dem Fall von dieser Strecke. Und so weiß ich dann, okay, da muss ich dann so und so hin. So, da war eine 110. 110, 111. Ich habe es jetzt gerade nicht genau gesehen. Wir haben immer noch Fahrt. Ich kann wieder ein bisschen mehr Gas geben. Fünf Kilometer noch in 2 Minuten. Ja, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Oh, mein Steam Deck ist fertig geworden. Ne, wir fahren nämlich heute in den Urlaub für 5 Tage. Und die Videos nehme ich jetzt quasi nochmal als extra auf, damit man hier quasi noch ein bisschen Content erleben darf, neben Transport Fever 2. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, was ihr als nächstes haben wollt. Ich habe auf jeden Fall geplant für den, also wenn ich wieder da bin, einen Livestream zu machen, am besten zum Wochenende hin, damit wir Subways in Hamburg spielen können. Das habe ich jetzt nämlich im Sale geholt. Um mal zu gucken, wie was jetzt so bei Mega Update rauskam. Ich habe jetzt schon ein bisschen selber reingeschaut, weil ich jetzt selber das Spiel noch nie gespielt hatte. War auf jeden Fall positiv begeistert, muss ich wirklich sagen. Und ja, freue mich da auf jeden Fall, euch den präsentieren zu dürfen. Der läuft bei mir auch tatsächlich sehr flüssig. Und diese Bugs, die am Anfang wohl waren, die sind bei mir halt gar nicht aufgetreten. Also es hat sich sehr flüssig angefühlt. Ich habe keine großen Probleme gehabt. Also bei dem Spiel wünsche ich mir auf jeden Fall, dass noch mehr passiert. Ja, bei Train Simulator 4, da sind wir jetzt sowieso gespannt. Warte immer noch drauf, dass wir ab September und Oktober Train Simulator 5 sehen werden, weil, ja, Focus Entertainment oder was Focus? Ich weiß nicht. Aber das Unternehmen, was ja Dovetail Games aufgekauft hat, hat ja aktuell sehr Probleme mit ihrem Geld. Und die wollen natürlich aus diesem Produkt hier viel Geld rausschlagen. Da bin ich mal gespannt, was die dabei sich einfallen lassen. So, wir haben noch 2,7 Kilometer. Wir werden nur ganz knapp zu spät sein, also es geht. Ich weiß halt wirklich nicht, wie schnell dieser Zug fahren darf. Ich habe ja gerade ein bisschen Zeit. Ich kann ja mal Dr. Google fragen, ob der was weiß.
So, erstmal das hier. Habe ich ein Signal? Nein. Baureihe 628-2. Höchstgeschwindigkeit. 120. Oh, okay, dann dürfen wir ja tatsächlich noch ein bisschen Gas geben. Gut, aber wir sind ja eh gleich am Bahnhof, das heißt, es lohnt sich auch gar nicht mehr. Ich würde jetzt die Motorbremse ein bisschen mitbremsen lassen erstmal. Weil die Bremsen von diesem Zug sind ja nun wirklich ideal. Ich schon mal auf ein Minimum an Bremsen. Gebe ich ein bisschen mehr, noch ein bisschen und jetzt muss ich voll bremsen. Ich werde zwar rübergehen, aber das passt. Ich würde mal sagen, perfekter hätte man nicht halten können, ne? So, wie sieht's aus? Perfekt. Wir haben zwar ein bisschen Verspätung, aber das geht schon. Das sehen die Fahrgäste noch nicht als Verspätung an. So. Und weiter geht's. Fast zeitgleiche Ausfahrt. Ist doch auch was. So, das heißt, ich kann jetzt auf jeden Fall die 120 durchtreten. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dadurch die Verspätung ein bisschen rausgefahren. Aber er fährt sich auf jeden Fall träge, wenn es ums Beschleunigen geht. Das merkt man. Aber wenn er erstmal auf Fahrgeschwindigkeit ist, dann geht's voran. So. Was knarzt denn hier so? Irgendwas klackt hier in dem Zug. Ich weiß aber nicht was. Ich kann es auf jeden Fall nicht identifizieren. Oh mein Gott. Leute, es tut mir leid. Mir fällt jetzt erst auf, dass ja der Ton vom Spiel aus war. Oh mein Gott, für euch. Oh nein. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ach Mann. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich hoffe, jetzt hört ihr wenigstens wieder ein bisschen mehr. Ach Mann. Anfängerfehler, würde ich mal sagen. Naja. Egal, habt da halt die Hälfte der Folge jetzt schon oder fast die ganze Folge mit ohne Ton geschaut. Geht schon. So, Langsamfahrt erwarten. Da müssen wir mal runter. So. Die 150 bringt mir jetzt erstmal nichts. Ich hab Langsamfahrt erwarten. Jetzt muss ich nur gleich gucken, wenn ich das Signal sehe. Nee, ich muss auf jeden Fall runter auf 40.
da. Dann wieder ein bisschen Gas gehen, damit wir nicht zu weit runtergehen. Aber dann habe ich ab der Weiche da vorne dann 40 Langsamfahrt. So. Gott, warum werde ich denn jetzt langsamer? Habe ich die Bremse nicht vollständig? Ah, ich habe die Bremse nicht vollständig gelöst. Das erklärt's. So, das reicht. Sind schon wieder ein bisschen schneller als erlaubt. Ah, hier ist es nämlich. Deswegen haben wir Vmax 40. Aber schön, dass Train Simulator das wieder nicht mit anzeigt, sondern erst hier die 60. So. Deswegen, das ist das, was ich meine. Wenn du einen Buchfahrplan hättest, wüsstest du jetzt auch, dass dieses Vmax 40 nicht heißt, sondern Vmax 60. Das Signal hat ja nun wirklich nichts angezeigt. Das heißt, wir gehen im Zweifelsfall immer von Vmax 40 aus. Na, und die Verspätung konnte ich dadurch natürlich auch nicht rausholen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, eine schöne langsame Bremsung leiten wir ein. So, passt. So, wie sieht's aus? Sehr gut. Mit einer Minute Verspätung. Naja, gut, bei diesem Zug ja sowieso nichts Unübliches. So. Können wir auch schon wieder schließen. Und Abfahrt. Und da sind wir auch schon gleich in Gau-Algesheim. So, den brauche ich jetzt sowieso erstmal nicht nochmal bestätigen, weil Langsamfahrt geht ja sowieso die ganze Zeit. So. Jetzt haben wir wieder Streckengeschwindigkeit, aber da hinten müssen wir eh wieder runter auf 80. Das heißt, ich werde auch nur bis 80 beschleunigen. Hm? Okay. Ich hatte gedacht, das muss ich bestätigen. Kilometer noch. So, jetzt kann ich wieder ein bisschen Gas wegnehmen, sonst kommen wir hier wieder über die 80. Hm? Halt erwarten? Oh, halt erwarten. Ja, dann beschleunige ich jetzt wieder oder so. Dann werde ich jetzt abbremsen lassen, langsam. Ah, okay, es geht rüber auf den, auf das Gleis, ja. So.
So. Aber ich gehe schon mal runter, dass wir so ungefähr auf die 60 runterkommen, damit wir hier nicht vom 500-Hertz-Magneten attackiert werden. Boah, eine Minute Verspätung, das kann man verkraften. Da ist er, der Gefährliche. Oh, aber so wie ich runterbremse, sollte das alles kein Problem sein. Da sind wir. Oh, Fahrschalter aus. Federspeicher angelegt. Überbremsventil mal auf aus. Schlüssel raus. Den raus. Den können wir damit wieder verriegeln. Und Schlusslicht. Und dann müssen wir auf die andere Seite. Wahrscheinlich will er auch, dass wir die Türen zumachen, ne? Ja, war mir klar. Dann machen wir das doch. Hallo? Muss ich das von innen machen? Ja. Dann machen wir das doch von innen. So. Besser hätte man nicht stehen können. So, schön. Sind wir gefahren? Was kriegen wir? Gold. So soll es sein. Man sieht auch, mit der Baureihe 628 habe ich auch schon ein bisschen was hinter mir. Aber auf der Strecke hier bin ich noch nicht so viel gefahren. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei Train Sim World 4. Lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne unter dem Video und schreibt mir, was ihr noch so sehen wollt. Ich verabschiede mich. Bis dann.